Willkommen bei Freunden, Professor Dr. Gerhard Morow. Ja, zunächst und vor allem ganz, ganz herzlichen Dank. Udo, dir in Sonderheit, aber euch allen, Ihnen allen, dass ich unter Freunden bin, das weiß ich schon seit vielen Jahren, seit ich eben hier lebe, erst auf Teilzeitbasis sozusagen und jetzt auch endgültig. Ich habe leider eine schlechte Nachricht heute, denn es könnte langatmig werden, in eine Vorlesung abgleiten, aber es steht euch ja frei zu gehen, die Augen zu schließen oder Ähnliches. Woran liegt das? Als wir uns Gedanken gemacht haben über das heutige Thema, kam dann recht schnell die Idee auf, weil es nur noch 10 Wochen bis zur Landtagswahl sind und in der letzten Woche der Rainer Wendel in bewundernswerter Weise sich in das Parteiprogramm der SPD vertieft hatte und das auch auszugsweise zum Besten gegeben hat, dass ich eben das Gleiche tue mit den noch verbleibenden Parteien. Ja. Und das sind dann einige. Aber wie gesagt, man kann es an der einen oder anderen Stelle auch abkürzen. Wie war die Vorgehensweise dabei? Ganz einfach, diejenigen, die im Landtag vertreten sind, nach Sitzzahl, also CDU, SPD, die wir ausklammern können, weil schon behandelt, Grüne, FDP und Linke. Und da aller Voraussicht nach, wenn die Prognosen nicht lügen, die AfD reelle Chancen hat, in den Landtag zu kommen, sah ich keinen Grund, nicht auch da reinzuschauen. Schauen wir einfach mal. Also die große Überraschung für mich zumindest war die CDU, denn dort findet man nichts. Was man findet, ist ein Hessenplan. Und wenn man dann näher hineingeht, dann erscheint unser Ministerpräsident höchstpersönlich, so locker wie ich jetzt, also ohne Krawatte. Und lädt dann die Bürgerinnen und Bürger ein zu mitmachen. Okay, das kann man auch interpretieren als Mangel an eigenen Gedanken, wenn man bösartig wäre, aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Tatsache ist, dass wir dort keine Aussagen finden. Ja? Interessant fand ich die Bezeichnung Hessenplan schon, weil die CDU ja immerhin mal die Partei Ludwig Erhards war und mit Planwirtschaft sollten die es eigentlich nicht so am Hut haben. Ich habe dann etwas gefunden von Bertolt Brecht, das passt vielleicht ganz schön. Einen kurzen Vierzeiler. Ja, mach nur einen Plan, sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Werden wir später wiederfinden. Bei anderen nicht minder plangläubigen Parteien, das ist die Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Plans. Also, das ging recht schnell und wir wissen natürlich auch, dass je nach Ausgang der Wahl man sehr flexibel sein wird und sich im Zweifelsfall dem oder den kleineren Koalitionspartnern anpassen wird. Es mag noch einen weiteren Grund geben dafür, dass man im Moment noch nicht so aus der Deckung gegangen ist. Es gibt in der Union Streit. Vielleicht hat das die ein oder andere oder der ein oder andere von Ihnen in den Medien verfolgt. Die Mittelstandsvereinigung und die Junge Union, zumindest Teile davon, fordern etwas, was es in Bayern ja schon gibt, eine Abstandsregelung für Windräder zur Bebauung, die das 10-fache der Höhe vorsieht, wie es in Bayern schon üblich ist, und darüber hinaus die Abschaffung des Paragraphen 35 Bundesbaugesetz, der uns ja auch viele Windräder beschert hat. Ja. Aber ich wage einfach mal die Prognose, dass daraus etwas wird, ist zumindest mit dieser Kanzlerin sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay, CDU können wir insoweit abhaken, die SPD, tut mir leid, Herr Dr. Weber, auch so, das ist ja in der letzten Woche schon geschehen. Ja, ein großer Teil der Seiten kommt von den Grünen, wie nicht anders zu erwarten. So. Wer dort in das Landtagswahlprogramm reingeht, findet das erstmal ein Titelblatt mit einer schönen grünen Landschaft, ganz ohne Windräder. Das ist bemerkenswert. Gut, danach geht es weiter wie in einem Handbuch für eine Segelschule. Ich dachte erst, ich bin im falschen Film. Kurs halten, Segel setzen, Fahrt aufnehmen, fehlt nur noch Ankerlichten und so weiter. Und dann kommen eine Aufzählung der Erfolge und eine rhetorische Frage, also bist du für Erhaltung der Natur, des Klimas und so weiter? Wer könnte da dagegen sein? Natürlich niemand. Ja. So, dann muss man natürlich die eigenen Erfolge preisen. Ich darf einfach mal zitieren, Aufholjagd bei erneuerbaren Energien. Die Energiewende findet endlich auch in Hessen statt. Jetzt wissen wir, was uns gefehlt hat. Und irgendwann taucht auch auf, wir wollen das Leben im ländlichen Raum lebenswert und attraktiv gestalten. Schauen wir mal.
Also, es beginnt, ich habe immer nur Auszüge, sonst säßen wir heute um Mitternacht noch hier, mit einer verantwortungsvollen Klimaschutz- und Energiepolitik. Ja, da steht ein bemerkenswerter Satz drin, bemerkenswert, wenn man sich vor Augen führt, dass die Grünen sonst nicht so haben mit Naturwissenschaften. Sie haben nämlich endlich gemerkt, dass es nicht reicht, im Zweifelsfalle nur den Strom, den wir als solchen verbrauchen, aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, sondern dass der Großteil des Primärenergieverbrauchs in die Wärmeerzeugung und den Verkehr fließt. Das haben sie gemerkt. Das ist aber auch schon alles. Dann kommt weiter unten etwas, dass man Holz als Baustoff zur langfristigen Kohlenstoffbindung verwenden sollte. Das erklärt vielleicht, warum sie sich so leicht tun mit dem Fällen von Bäumen. Und dann etwas über die Reduzierung der Treibhausgase. Also ich darf auch hier zitieren, 40%, wenn man das Jahr 1990 als Basiswert nimmt, 40% Verringerung bis zum Jahr 2025. Ja. Und als nächste Etappe 55% bis 2030. Ja. Das kann man jetzt hochrechnen. Ja. Dann wären wir sehr schnell bei 115% vor den 2050. Es kann aber auch sein, dass es etwas langsamer geht und das ist sehr wahrscheinlich. Also ich würde einfach mal die Vorhersage wagen, dass man sich davon schrittweise verabschieden wird und auf das kurze Gedächtnis der Welle spekulieren, denn das ist einfach unrealistisch. Dann kommt noch ein schöner Satz, Sie oder ihr verzeiht mir die Gehässigkeiten, aber das muss einfach gesagt werden. Klimaschutzpolitik wird dann nachhaltig, wenn alle Beteiligten mitziehen und mitgenommen werden. Das haben wir am Montag gemerkt, in Darmstadt, wie wir mitgenommen werden. Dann kommen unbewiesene Behauptungen. Der Udo hat es ja in mich errötend lassenderweise schon geschildert, womit ich mein Brot verdiene. Es kommt nämlich, die wirtschaftlichen Chancen einer guten Klimaschutzpolitik sind enorm. Das würde ich jedem Studenten anstreichen, weil enorm nicht quantifizierbar ist. Außerdem ist es eine unbewiesene Behauptung. Ja. Weiter unten. Weiter unten wird das dann etwas konkretisiert. Für eine Transformation unserer Energiesysteme und nachhaltigen Klimaschutz sind hohe Investitionen nötig. Wer wollte das bestreiten? Die sich volkswirtschaftlich gleichzeitig mehr als rechnen. These ohne Beleg. Ja. Und das möchte ich auch sehen, wer sich mit Volkswirtschaft ein bisschen befasst oder das tun möchte. Es gibt einen sehr sehenswerten, aber langen Vortrag von Hans-Werner Sinn, der eben genau das Gegenteil behauptet. Und Hans-Werner Sinn ist nicht irgendjemand, sondern ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Okay, sei es wie es will, dann kommt noch eine Erfolgsmeldung über den Zubau der Windkraft, Aufholjagd. Wir waren Schlusslicht, sind jetzt auf den 6. Platz vorgestoßen. Bravo, bravo, bravo. Und dann kommt etwas Interessantes, die Risikotechnologie Fracking haben wir in Hessen mit den Mitteln der Regionalplanung einen Riegel vorgeschoben. Ja? Ich erinnere daran, dass immer gesagt wurde, Regionalplanung darf keine Verhinderungsplanung sein. Ja? Das gilt aber offensichtlich für bestimmte Technologien nicht. Ja. Ist nicht falsch verstehen, ich bin kein Freund des Fracking, aber das zeigt einfach, dass man die rechtlichen Instrumente je nach Gutdünken, nach Gutsherrenart einfach einsetzt. Okay, kommen wir dazu, was die Grünen konkret wollen. Ja. Wer wird überrascht sein, den weiteren dezentralen Ausbau erneuerbarer Energien, weil das der Garant für regionale Wertschöpfung sei. Auch dazu werde ich noch was sagen. Ja. Das EEG ist ja mühsam und gegen erhebliche Widerstände der Solar- und der Windlobby reformiert worden. Diese Reform wollen die Grünen zurückdrehen. Ja, sie wollen also wieder zurück in den Stand, den wir vor ein paar Jahren hatten, die Deckelung aufheben beim Ausbau erneuerbarer Energien und für uns besonders interessant, die Vergütung für Standorte in Mittelgebirgen verbessern. Auf Deutsch den Wildwuchs in den Mittelgebirgen noch weiter vorantreiben. Ja? So, das nächste Stück ist wunderbare Rabulistik. Etwas Ähnliches habe ich auch bei Robert Habeck gehört. Ich habe mir die Sätze dreimal angehört, habe sie nicht verstanden und dann beschlossen, dass es nicht zu verstehen gibt, weil sie bar jeder Logik sind. Ich darf das auch mal vorlesen. Es ist klar, dass nur mit Klimaschutz es nachhaltigen Naturschutz gibt und Klimaschutz gibt es nur mit der Energiewende. Lassen wir das mal im Raum stehen. Was die Grünen völlig verkennen dabei ist, dass es einen Zielkonflikt gibt. Ja, ob man das Klima schützen kann,
darüber kann man streiten, das will ich nicht beurteilen, das ist auch nicht unser Thema. Tatsache ist aber, wenn man das mit den bisherigen Mitteln tut, geht das zu Lasten des Naturschutzes, zumindest so, wie wir ihn immer verstanden haben. Es geht zu Lasten der unberührten Natur, es geht zu Lasten des Artenschutzes, es geht nicht zuletzt auch zu Lasten des Erholungswertes für die Menschen und, pardon, die schon länger hier Lebenden. Okay. Weiter unten wird dann eingeräumt. Natürlich sind auch Windräder ein Eingriff in die Natur. Man höre und staune. Ja. Sie können nur dort genehmigt werden, wo die Belange des Naturschutzes diesem nicht entgegenstehen. Ja. Da war ich dann kurz in der Versuchung, das rauszukopieren und der Frau Lindscheid zu schicken. Aber nach dem warmen Empfang, dem Nichtempfang, den sie uns am Montag bereitet hat, kann man das, glaube ich, bleiben lassen. Ist beratungsresistent. Ja. Okay, wie stellt man sich das vor? Künftig, nicht etwa jetzt, künftig soll es lebensraumverbessernde Maßnahmen im Vorfeld geben, die die Gefährdung für windkraftsensible Arten reduziert. Entschuldigung, das ist eine Sprechblase. Und das wird auch gleich wieder relativiert, denn die Hauptgefahr, ich zitiere auch hier wieder, für bedrohte Vögel und andere Arten sind nicht etwa primär die Windräder, sondern weitreichende Eingriffe in das Ökosystem, wie die Folgen aus dem sich verstärkenden Klimawandel, bla bla bla. Okay, also Sie wollen es nicht wirklich ändern, im Gegenteil. Dann kommt noch etwas zum Thema Repowering. Also wer mit dem Begriff nicht vertraut ist, das heißt, dass an Standorten, an denen noch nicht ganz so hohe Windräder stehen, dann neuere Generationen, so wie wir sie hier auf dem Stillfüßel haben, oder wer weiß, vielleicht auch in Zukunft mal 300 Meter hohe, 400 Meter hohe, wie auch immer, aufgestellt werden. Und das soll unterstützt werden, wo es nur möglich ist, und bestehende Hürden überprüfen. Ja, das zeigt auch eindeutig, wohin die Reise geht. Ne? Ja, dann gibt es eine Sprechblase, Roadmap, Energiewende, das überspringe ich am besten. Da kommt was Hübsches, Modellregionen oder Großstädte wie Frankfurt und Kassel, die zeigen wollen, wie eine vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Energieversorgung funktionieren kann, wollen wir unterstützen. Da hätte ich einen Vorschlag dazu, also diese Modellregionen, ich bin dafür, absolut dafür, die klemmen wir vom Stromnetz ab, ja, die dürfen ihre Windrädchen in den Stadtgrenzen von Kassel, Frankfurt und so weiter aufstellen. Wenn dann aber mal kein Wind weht, ja, und keine Sonne scheint, dann sollen sie gefälligst nicht auf andere zurückgreifen, denn das ist einfach nur parasitär und so funktioniert das Ganze ja auch. Ja? So, ich habe zwar ein Herz für Darmstadt, weil ich dort geboren bin, aber in Ansehung dessen, dass die Entega dort ihr Unwesen treibt und der Bürgermeister ja ähnlich gestrickt ist, würde ich eine Ausnahme machen. Also Darmstadt, das ich gerne als die Stadt im Grünen bezeichne, denen würde ich das auch gönnen. So, dann geht es weiter und das ist auch bemerkenswert. Ich glaube, der Rainer hat es letzte Woche schon gesagt, wir müssen aus der Kohle aussteigen, schön und gut. Und mit flexiblen Gaskraftwerken, Punkt, 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 Speichertechnologien, ja, Punkt, 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 arbeiten. Darin ist zweierlei bemerkenswert. Man räumt ein, dass man Gaskraftwerke braucht. Das sind eben die, die man vom Netz genommen hat, nicht wie Biblis per Ordre de Mufti, sondern durch dieses, Entschuldigung, schwachsinnige System, ja, nachdem der Vorrang bei der Einspeisung eingeräumt wird. Dadurch haben wir die ältesten, schmutzigsten Kohlekraftwerke am Netz, ja, moderne, relativ saubere Gaskraftwerke nicht. Hier scheint ein Umdenken stattzufinden. Ja. Dass wir abhängig werden von einem Land im Osten, ist der Preis, den man vielleicht zahlen muss, möchte ich nicht beurteilen. Tatsache ist aber, dass wieder mal von Speichertechnologien fantasiert wird. Und man muss ganz deutlich sagen, die gibt es nicht. Die gibt es jedenfalls nicht in diesem großen Maßstab, wie er nötig wäre. Ja. Kann man vorrechnen, ist hier auch schon geschehen. Das hat der Wolfram Schmiedmann sehr eindrucksvollerweise getan. Ich will das nicht wiederholen. Okay, soweit die Grünen. Also jeder kann, glaube ich, daraus ablesen, wohin die Reise gehen soll. So, dann kommen die FDP. Hier sind Feststellungen und Forderungen vermischt. Das meine ich aber nicht wertend, ne, sondern rein beschreibend. Sie lehnen also einen hessischen Alleingang, diesen Klimaschutzplan ab, ja, weil sie völlig zu Recht sagen, dass Einsparungen, die wir hier in Hessen oder auch in Deutschland erzielen, innerhalb der EU einfach wettgemacht werden, solange es dieses Instrument des Emissionshandels gibt. Ja. So, nächsten Absatz überspringe ich, bitte um Nachsicht, ich habe den Krempel rauskopiert und
dass der halbe Baum, der daran glauben muss, mir das auch nachsehen möge. Sie sagen nämlich völlig zu Recht, die FDP, dass klimafreundliche oder relativ wenig klimaschädliche Gaskraftwerke, die aber auch CO2 erzeugen, bei jeder Verbrennung entsteht CO2, gegenwärtig durch Kohlekraftwerke verdrängt werden. Das stimmt. Ja. Dass wir diese Gaskraftwerke aber brauchen, vielleicht sogar einen Teil der Kohlekraftwerke als grundlastfähige Energieerzeuger. Und das geht nicht in die Köpfe rein. Ja. Ich bin kein Physiker, ich bin kein Elektrotechniker, aber so viel kann jeder mit gesundem Menschenverstand, wenn man sich ein bisschen einliest, ja, verstehen und nachvollziehen, ja, dass man grundlastfähige Stromversorgung braucht. Ja. Man kann das nicht einfach ab- und ausschalten. Es geht nicht. Ja. Jemand, der etwas anderes behauptet, dem sei empfohlen, ja, sich bei Stromstille, ja, mit Herzstillstand ins Krankenhaus zu begeben. Viel Spaß. Ja. Gut, also die FDP kommt zu der Einschätzung, dass auf absehbare Zeit, was immer das heißen mag, man einen Energiemix brauchen wird. Dann kommt man zum Thema Stromkosten, das die Grünen wohlweislich ausgespart haben. Ja. Die Kostensteigerungen werden angesprochen. Wir hatten eine Verdoppelung und daraus wird dann der Schluss gezogen, dass das EEG ganz abgeschafft werden soll. Ja, das sehe ich genauso. Warum das Ganze? Weil es vor allem dieses EEG ist, das zu Fehlsteuerungen führt. Die Volkswirte nennen das vornehm Fehlallokation, das heißt eine falsche, eine fehlerhafte Zuordnung, eine ineffiziente und auch schädliche Zuordnung des Geldes in einer Volkswirtschaft, weil Wind- und Solarkraft, so wie wir sie ausbauen zumindest, und vor dem Hintergrund fehlender Durchleitungs- und Speichermöglichkeiten einfach sinnlos sind. Das stimmt. Ja. Gut, und dann kommt noch etwas Interessantes. Ich finde es besonders interessant, dass die FDP das erkannt hat, ja, weil sie, anders als es in den veröffentlichten Jubelmeldungen, ja, auch in Tagesschau und so weiter, nicht auf die Energieerzeugung abstellt, sondern auf den Verbrauch. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Erzeugt werden sollte nur die Energie, die verbraucht wird. Wenn ich Energie erzeuge, ja, die aber nur verschenken kann ins Ausland, ja, da nützt mir ein Anteil von 25-30% erneuerbare Energie überhaupt nichts. Ja. Und wenn man den Gaul von dieser Seite aufzäumt, das muss man tun, sinnvollerweise, dann kommt man bei Windkraft nur auf 0,9% des hessischen Primärenergieverbrauchs. Ja. Okay, jetzt könnte man mir natürlich vorwerfen, oder der FDP besser gesagt, ja klar, da ist ja auch Verkehr drin und Wärmeerzeugung. Ja, genau. Aber das ist doch das, was man ja auch verstromen will. Man redet ja immer von Elektromobilität, ja, und dass man auch die Heizungen abschaffen will und so weiter und so weiter. Ja, das zeigt also, dass es ökonomisch nicht machbar ist und ökologisch sowieso verheerend. Gut, etwas, was uns freuen wird, auch wenn es ein bisschen unverbindlich formuliert ist. Wir lehnen die Errichtung hochsubventionierter Windkraftanlagen in hessischen Wäldern und Kulturlandschaften ab. Das ist mein Wort. Ja. Gut, des Weiteren kommt hier die Forderung nach der 10H-Regelung. Also das heißt, dass der Mindestabstand zur Bebauung das Zehnfache der Höhe einer Windkraftanlage betragen soll. Ich erinnere daran, dass diese Regelung in Bayern schon gibt. Und dass diese Regelung aufs Heftigste bekämpft wird, ja, mit dem Argument, aber das ist entlarvend, ja, man lässt die Hosen runter, Entschuldigung, bildlich gesprochen, dass dann kein weiterer Ausbau mehr möglich sei. Ja, stimmt, ja, oder nur sehr begrenzt. Aber woran liegt das? Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir ein dicht besiedeltes Land sind. Ja. Und wenn man nicht vor jeder Haustür so einen Propeller stellen will, dann muss man halt zurückstecken. Okay. Und last not least, auch das ist wichtig, die baurechtliche Privilegierung nach § 35 Bundesbaugesetz will die FDP über eine Bundesratsinitiative abschaffen. In ähnlicher Weise hat sich ja unter anderem auch der Herr Rock geäußert, der ja auch sehr aktiv ist und schon bei uns war. Mein persönlicher Wunsch ist es, dass der FDP das gelingen möge. Das ist sicherlich auch eine Frage der Koalitionsarithmetik nach der Wahl. Und darauf kommen wir dann zu sprechen. So, die Hälfte habt ihr geschafft. Es kommen nur noch die Linke und dann die Gott sei bei uns Partei. Die Linke hat etwas, was alle anderen nicht haben, ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich ihr Wahlprogramm in einfacher Sprache. Das ist toll. Ne? Denn da lesen wir eigentlich schon alles. Wir wollen eine schnelle Energie-Wende. So.
Gut, wenn man dann weiterliest, ist das eigentlich ganz ähnlich akzentuiert wie bei den Grünen, aber man braucht ja ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, das Ganze ist etwas sozial oder sozialistisch unterfüttert. Ja? Das merkt man zum Beispiel daran, wenn es eine Formulierung gibt, wie Energiewende und Klimaschutz sind keine Frage des technisch Machbaren, sondern des politischen Willens. Ja? Da schimmert noch der real vegetierende Sozialismus hindurch. Ich darf an Mao Zedong seinen großen Sprung erinnern, an Lysenko und Konsorten, also wer das noch weiß. Oder die verblichene DDR. Ja? Da hat man das ja auch sehr eindrucksvoll gesehen. Okay, dann wird die Landesregierung gescholten, wie das die Grünen auch getan haben, wegen ihres Zurückbleibens. Ja, die Grünen waren dabei, aber haben sich immerhin der Aufholjagd dann wegen auf die Schulter geklopft. Hier heißt es, dass nur 9%, nicht 0,9, sondern 9% erneuerbare Energien an der Stromproduktion. Ihr merkt es, Produktion ist nicht das gleiche wie Verbrauch, wir in Hessen erzielen. Also folgerichtig setzen sich die Linken für eine schnelle und jetzt kommt es, bezahlbare Energiewende ein. Ja. Und auch hier wieder das, was ich vorhin gesagt habe, das ist ein unaufhebbarer Widerspruch. Ja. Zumindest so, wie es gegenwärtig gehandhabt wird, bedeutet eine schnelle Energiewende oder Energiewende überhaupt eben nicht, dass es bezahlbar wird, sondern im Gegenteil, es wird unbezahlbar. Ja. Ja, wenn die Realität und der Plan nicht zusammenpasst, umso schlimmer für die Realität. Jetzt kommen nämlich die konkreten Forderungen. Energiewende zügig umsetzen. Eine 100%ige Stromversorgung Hessens ist möglich. Bis 2050 auch für Verkehr und Wärme. Pablo, so weit sind nicht mal die Grünen gegangen. Ja. Auch hier würde ich wieder sagen, eine These, eine sehr gewagte These, für die man jeglichen Beleg schuldig geblieben ist und auch schuldig bleiben muss. Denn die Physik richtet sich nun mal nicht nach Parteiprogramm. Ja, ja, was haben wir noch? Eine großräumige Vernetzung verschiedener regenerativer Energiequellen gleicht die Schwankungen bei Stromerzeugung aus Wind und Sonne aus, garantiert eine hohe Versorgungssicherheit und niedrige Preise. Dreimal falsch. Ja? Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Vortrag von Dr. Alborn. Nur kurz dazu, wenn wir Hochdruckwetterlagen haben, ja, und es weht kein Wind, dann weht nicht nur auf dem Stillfüßel kein Wind, sondern es weht auch in Basel kein Wind und an der Ostsee mäßig Wind. Ja. Das erfasst also das ganze Land, manchmal sogar den größten Teil von Europa. Also gibt es diesen Ausgleich nicht, den gibt es nur in der Fantasie. Ja. Von daher ist das mit der Versorgungssicherheit auch nicht allzu plausibel und zu niedrigen Preisen habe ich schon etwas gesagt. Ja. Wer eine Technologie nur dadurch durchsetzt, dass er den Bürgern in die Tasche greift, um anderen Subventionen in ein hier nicht näher zu benennendes Körperteil zu schieben, ja, der zeigt, dass ich das mit den niedrigen Preisen wohl doch nicht so realisieren kann. Dann kommt etwas zu Bürgerbeteiligung. Das würde uns ja gefallen. Ja. Dann wurde der arme Willy Brandt bestohlen, denn hier kommt sein Wort von mehr Demokratie wagen. Aber wie man das machen will, da bleibt man die Antwort schuldig. Man sagt nur, dass wenn man mehr Demokratie wagt, die lokale Akzeptanz verbessert wird. Ja. Okay, das erinnert mich an erneuerbar kommen und derartiges, denn es ist nicht ergebnisoffen. Ja. Mehr Demokratie wagen heißt einfach, dass man Leuten etwas vorsetzt und sie propagandistisch weichknetet. Energiepreise, das finde ich gut, ja, und auch ist nur folgerichtig, auch dass sich die Linken dieses Themas annehmen, wenn sie völlig zu Recht sagen, dass die Kosten der Energiewende nicht gerecht, was immer das heißen mag, verteilt werden. Ja. Richtig daran ist, dass die viel zitierte Krankenschwester, die zur Miete wohnt, ja, dem Zahnarzt, ich drücke jetzt auch mal ein bisschen auf diese Drüse, ja, der sich eine Solarzelle aufs Dach klebt, dieselbe bezahlen darf über die EEG-Umlage. Und das ist richtig, das ist unsozial, das ist eine Umverteilung, eine Vermögensumverteilung gigantischem Ausmaß. Insofern ein linkes Kernthema. Ja? So, dann liest man interessiert weiter. Um diese Entwicklung zu stoppen, will die Linke die Wiedereinführung einer staatlichen Strompreiskontrolle. Kann man ja tun, ja? Wobei wir alle wissen, wenn Preise administriert werden, also festgelegt werden vom Staat, gibt es Ausweichreaktionen bis hin zu dem Punkt, dass man gar nichts mehr anbietet oder nur heimlich unterm Ladentisch gegen Dollar, ja, wie man
paar Kilometer weiter südlich jetzt sehen kann. Das funktioniert nicht. Vor allen Dingen dürfte aber interessant sein, wie man das mit der EEG-Umlage vereinbaren will. Denn was schlichtweg nicht geht, ist die Preise zu deckeln und die Kosten immer weiter wachsen zu lassen. Es wäre denn, irgendjemand geht über die Wupper dabei. Ob das die Entega ist, ob wir das als Stromverbraucher sind, sagen wir dahingestellt. Die Linken haben immerhin erkannt, dass man im Bereich der Speichertechnologien forschen muss. Interessant ist aber wiederum, dass sie wissen, etwas, was Techniker und Physiker nicht wissen, dass wenn man nur genügend Geld hineinpumpt, Speicher entwickelt werden können. Das steht einfach da als Behauptung. Auch hier wieder ein Glaube an die Machbarkeit. Wäre ja schön, wenn es so wäre, aber die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Es kommt noch etwas zum ländlichen Raum, das habe ich mir dann rausgepickt. Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände. Vielleicht könnten wir einen Rotmilan, Schwarzstorch e.V. oder derartiges gründen, wenn es dann ein Verbandsklagerecht gäbe. Wäre das in der Tat ein interessanter Hebel, aber bis dato steht es noch in einem Programm. Okay, habt ihr genug? Nein. Gott, ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Jetzt steigen Schwefeldämpfe aus dem Boden. Jetzt kommt die unaussprechliche Partei. Sie haben ein sehr, sehr langes Programm mit sehr viel, muss man sagen, auch polemischen Ausführungen, was nun Klimawandel, Alarmismus und so weiter anbelangt. Darauf will ich nicht eingehen, das will ich mir auch nicht zu eigen machen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Richtig ist aber sicherlich eine ganz elementare Vorstellung, die der großen Politik gerne vergessen wird. Da steht nämlich schlicht und ergreifend als einleitender Satz zum entsprechenden Kapitel: Elektrische Energie muss immer verfügbar, kostengünstig und umweltschonend bereitgestellt werden können. Dies ist Grundlage einer modernen Industriegesellschaft. Ja, das ist richtig. Richtig ist auch, dass es hier einen Zielkonflikt gibt. Und wasch mir den Pelz, man macht mich nicht nass, geht nicht. Und man wird immer einen Kompromiss eingehen müssen. Wenn ich eine Energieversorgung, wie wir sie hatten oder teilweise noch haben in diesem Land, bereitstellen will, die eine jederzeitige Verfügbarkeit garantiert, ist es vielleicht nicht ganz so kostengünstig, wie es sein kann am Dritte Weltland. Entschuldigung. Wenn es kostengünstig sein soll, wird das zulasten der Verfügbarkeit und tendenziell auch zulasten der Umwelt gehen. Wenn ich nur umweltschonend produzieren will, stellt sich als erstes die Frage, welchen Umweltbegriff habe ich? Und das ist aber ungeklärt und der wird halt verkürzt. Bei den Grünen wird Umweltschutz auf Klimaschutz verkürzt. Das ist sehr, sehr deutlich geworden. Wer es nicht glaubt, soll das im Programm nochmal gerne nachlesen. Der Vorteil bei Klimaschutz ist, dass die Erfolge in der Zukunft liegen. Wenn es denn welche gibt, wir werden es nicht mehr erleben. Der klassische Naturschutz fällt jedenfalls hinten runter. Gut, aber wir wollen nicht mehr über die Grünen sprechen. Die AfD lehnt Dekarbonisierung ab, also den vollständigen Ausstieg aus CO2-erzeugenden Technologien. Schön und gut. Dann gibt es ein Plädoyer für die Marktwirtschaft. Und da kommt etwas, was ich vom Grunde her durchaus teilen würde, weil das EEG-Gesetz ein wunderbares Beispiel für einen Zusammenhang ist, den ein österreichischer Volkswirt mal entdeckt und formuliert hat in den 20er Jahren. Der Herr hieß Ludwig von Mises und das nannte sich Kaskade staatlicher Intervention. Was meint er damit? Wenn der Staat an einer Stelle eingreift, die Wirtschaft, Preise festlegt, Abnahmemengen festlegt oder derartig, dann ist er gezwungen, um die Ausweichreaktion, die es dann mehr oder weniger naturnotwendig gibt, um diese Ausweichreaktion abzufangen, immer weitere Eingriffe vorzunehmen. Und selbst ein vergleichsweise unbeleckter Mensch auf dem Gebiet, wie der Herr Gabriel, hat, als er Wirtschaftsminister war, das erkannt. Und wir sehen ja, wie am EEG herumgepfuscht wird, herumgemurkst wird, gedeckelt wird, Deckel wieder zurückgeschraubt wird. Aber es ändert letzten Endes nichts daran, dass die ganze Konstruktion verfehlt ist. Warum? Das ist beschrieben und man muss nicht Anhänger der AfD sein, überhaupt nicht, um das zu verstehen. Wenn es ums Thema Wertschöpfung geht, das ist eine tolle Phrase, die wir immer präsentiert bekommen, insbesondere regionale Wertschöpfung. Also ich sehe sie nicht. Ich vermag auch nicht zu verstehen, wie es zu einer Wertschöpfung kommen soll, wenn wir im Jahr 2015, das ist das Jahr, das man
herangezogen hat, 2016 war es auch nicht besser, Ökostrom erzeugt haben, der einen Marktwert hatte von 3,3 Milliarden, ja, aber eine EEG-Umlage im selben Jahr hatten von 27,5 Milliarden. Also minus 24,2 Milliarden, das ist die Wertschöpfung. Ja? Okay, dann kommt etwas zu den konventionellen Kraftwerken, kann ich übergehen, weil es bei der FDP schon gesagt wurde, wir brauchen konventionelle Kraftwerke oder große Stromspeicher. Überhaupt sind die Formulierungen teilweise verdächtig ähnlich. Ne? Wenn es zwei Klausuren wären, hätte ich mir die beiden einbestellt. Aber tut hier nichts zur Sache. Kommen wir zu den konkreten Forderungen. Ja? Beim ersten geht es um ein Thema, das unser Bürgermeister ja indirekt auch schon angesprochen hat. Indirekt über den Flächennutzungsplan, der ausgeht von dem sakrosankten, heiligen, von niemandem in Frage gestellten 2%-Ziel. Ja? Das einfach auch nur mal in den Raum gestellt wurde. Jetzt kommt eine kleine Rechnung, aber die sollten wir uns, glaube ich, anschauen. Ja? 2% der Fläche Hessens, ja, sollen 28 Terawattstunden pro Jahr liefern. 28 Terawattstunden, ja, sind 28.000 Gigastunden, sind 28 Millionen Megawattstunden, sind 28 Milliarden, kommen immer drei Nuller hinzu, Kilowattstunden. Also schon eine erkleckliche Menge. Ja. Diese 2% entsprechen einer Fläche von 422 Quadratkilometern. Ja. Müsst ihr euch nicht alles merken. Die 2% sind 422 Quadratkilometer, sollen 28 Terawattstunden liefern. Jetzt kommt's. Mit solch einer Fläche kann nicht einmal die Stilllegung eines einzigen Kraftwerkblocks von Biblis, will nicht, dass das weiter betrieben wird, nicht falsch verstehen, kompensiert werden. Ja, das Großkraftwerk Mannheim, gehen wir weg vom bösen Atom zur bösen Kohle, ja, benötigt für 2,1 Gigawatt installierte Leistung 16 Terawattstunden jährlich, also ungefähr die Hälfte dessen, was ich oben gesagt habe, 0,25 Kilometer Fläche. Ja, also 0,25 Kilometer Fläche. Und wir bräuchten 422 und könnten nicht mal eine Grundlast garantieren. Ja? Unbeschadet dessen, dass man jede Rechnung ein bisschen nach oben oder unten drücken kann, ja, die Grundaussage verändert sich nicht dadurch. Und das ist eigentlich katastrophale, und ich finde es dankenswert, dass es mal jemand anspricht, egal wer das ist, ja, ist der enorme Flächenverbrauch. Ja, enorme Flächenverbrauch, Landschaftszerstörung, ja, durch diese Technologie. Ja. Man muss sich einfach anschauen, wie viele Kilowattstunden, ja, pro gefällten Baum, pro zugepflasterten, zubetonierten Quadratmeter rauskommen. Das Ergebnis ist verheerend. Ja. Und jeder, der rechnen kann, seine sieben Sinne beisammen hat, müsste eigentlich sehen, dass es in die Irre führt. Okay, dann kommen ein paar polemische Sachen zur Klimaneutralität, Wunschdenken, bla bla bla. Smart Grids, Smart Meter, überspringen wir alles. Jetzt kommen wir zu den Forderungen. Ja, und da kann ich eigentlich genau das Gleiche vorlesen wie bei der FDP auch. Ja. Die AfD fordert die 10H-Regel, Abstandsregel. Kategorisches Verbot, Windenergieanlagen, Wälder, Naturparks und Naturschutzgebieten zu bauen. Keine Genehmigung von Windenergieanlagen gegen den Mehrheitswillen der betroffenen Bürger, wobei sie, genau wie die Linke auch, letzten Endes nicht erklärt, wie sie das machen wollen. Ob ein Referendum dann jeweils vorgenommen werden soll, wäre natürlich interessant, das zu wissen. Keine Genehmigung von Windenergieanlagen in Wäldern, das ist eigentlich das Gleiche wie oben auch. Und Abschaffung von Paragraph 35 Bundesbaugesetz. Okay. Das EEG oder dessen Abschaffung ist in einem Nebensatz angesprochen, aber nicht so dezidiert wie bei der FDP wiederum. Die AfD hat nur gesagt, was sie machen wollen, solange das EEG noch besteht. So, jetzt sind wir durch, aber nur fast. Also, es gab ja in früheren Zeiten die unselige Tradition, ja, dass Interessensvereinigungen, egal wer das war, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und so weiter, sogenannte Wahlprüfsteine aufgestellt haben. Kann man tun. Ja? Ich will es nicht tun und um Himmels Willen keine Wahlempfehlung geben. Ihr oder sie, alle erwachsen, alt genug. Es muss auch im Übrigen jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig das Thema für sie ist, ne, dass uns alle hier zusammengeführt hat. Ja? Deswegen werde ich mich einfach darauf beschränken, zu sagen, ja, wie es unter dieser Perspektive aussieht. Ja? Wobei der Rainer das ja auch schon vorweggenommen hat letzte Woche. Also bei der CDU, tut mir leid zu sagen, ein großes schwarzes Loch, ein Nichts. Ja? Die einzige
ja, vornehm ausgedrückt, raison d'être, also Daseinsberechtigung ist Machterhalt, sonst nichts. Ja? Dass ich in diesem Urteil nicht so hart bin, ja, das kann ich rechtfertigen. Ja? Die CDU hat in ihrer Geschichte koaliert mit der FDP, mit der SPD, ja, mit den Grünen, ja, wo es erforderlich war, mit Freien Wählervereinigung, und man höre und staune, ein Versuchsballon ist ja aufgestiegen, der zwar wieder abgeschossen wurde, aber die Idee ist eingepflanzt mit der SED, pardon, mit der Linken. Ja? Das heißt, die schrecken vor nichts zurück, es geht nur noch um Machterhalt, es geht überhaupt nicht mehr um Inhalte. Ja? Marktwirtschaft, keine Spur. Ja? Klassischer Naturschutz, keine Spur. Heimat, keine Spur. Also rechnet nicht damit, die CDU wird sich dem anpassen, was in der Koalition notwendig ist, und selbst wenn sie der größere Koalitionspartner ist. Okay, auf der armen SPD möchte ich nicht wieder rumhacken, die ist schon schlimm genug dran. Die SPD ist in einer tiefen Identitätskrise, aber immerhin hat sie noch eine. Bei der CDU sehe ich keine Identität mehr. Wenn die Gottkanzlerin in die Uckermark verschwunden ist, wird dieser Verein implodieren. Das ist ein Kanzlerin-Wahlverein, sonst nichts, ohne Überzeugung. Das ist so. Ja, ich wette darauf. Die SPD hat nach meinem Dafürhalten das Problem, dass sie ihre klassische Klientel verliert. Ja, ja, es ist so, wir haben nicht mehr so viele Arbeiterinnen und Arbeiter wie früher, aber damit nicht genug. Ja. Sie verliert sie auch deswegen, ja, weil sie deren Interessen nicht mehr versteht, nicht mehr artikulieren kann. Ich darf nochmal an die Krankenschwester von vorhin erinnern. Ja. Nennt mir bitte einen einzigen Grund, ja, warum sie SPD wählen sollte. Ja. Und da ist die EEG nur Umlage, nur ein Tröpfchen drauf. Also da ist die SPD leider in schlechter Gesellschaft. Vielleicht besinnt sie sich ja mal. So, die Grünen. Ich habe noch gar nichts gesagt, aber ja, dass es nicht unbedingt meine Favoriten sind, das weiß jeder, der mich kennt. Ich sage dazu nur, der Netz ist der Speicher. Annalena Baerbock, der Netz ist der Speicher, alles ausgerechnet. Ja. So viel zur technisch-naturwissenschaftlichen Kompetenz der Grüninnen und Grünen. Ja. Solche Leute in die Regierung, herzlichen Glückwunsch. Es, ja, sind auch keinerlei ökonomische Zusammenhänge oder Verständnis dafür erkennbar, Wertschöpfung. Ja. Und was ich das Allerschlimmste finde, das ist ein Verrat, das ist ein tiefster Verrat. Ich weiß, dass hier auch Leute sind, die zumindest anfänglich für die Grünen Sympathie hatten. Ich hatte das auch mal, ich war auch mal jung. Ja. Und wer wäre gegen Naturschutz? Ja. Aber man muss sich einfach überlegen, ob die Verpackung, ja, mit der sich die Grünen heute umgeben, mit dem Inhalt, mit dem, was sie tun, noch in Übereinstimmung zu bringen ist. Und die klare Antwort ist nein. Ja. Das ist kein Naturschutz. Ja. Ein Klimaschutz, Klammer auf, was ist das? Sondern erstmal definieren, was Klima ist. Dann erklären, wie es zustande kommt. Dann erklären, wie sie schützen wollen. Ja. In einem utopischen Zeithorizont, den die meisten von uns gar nicht mehr erleben werden. Ja? Und der klassische Naturschutz kommt unter die Räder. Wer es nicht glauben will, der kann sich gerne mal die Einlassung von Robert Habeck, ja, der neue Lichtgestalt, anschauen, die er noch als Umweltminister in Schleswig-Holstein von sich gegeben hat. Er hat ganz klar, man möchte fast schon sagen, in öko-stalinistischer Manier gesagt, dass um des hehren Ziels des Klimaschutzes willen, ja, Naturschutz hinten runterfallen muss. Ja, was das bedeutet, wissen wir alle. Ja. Das Tötungsverbot wird aufgeweicht. Wir haben derartige Entwicklungen ja auch in Hessen. Ja. Also, wer möchte, dass es so weitergeht oder sogar noch in verschärfter Form, der ist bei den Grünen sicher richtig. Bei den Linken ist es ganz ähnlich. Das Ganze ist noch unterfüttert dann mit einer Prise Kapitalismuskritik. Ja. Ist auch nur konsequent. Das ist der Markenkern, wie gesagt. Aber diese Staats- und Planungsgläubigkeit, dazu hatte ich ja mein Verslein schon abgesondert, auch Bertolt Brecht, den man jetzt nicht nochmal zitieren muss. Ja. Was mir bei den Linken immer auffällt, sie sind natürlich, es liegt ja in ihrer DNA, ja, bei Marx hängen geblieben. Und es ist keine einfache Lektüre, musste ich mir auch mal antun, habe vieles vergessen, aber eines weiß ich noch, die Beobachtung der Wirklichkeit, die Marx vorgenommen hat, war richtig, ja, war brillant teilweise. Ja. Die Ursachenanalyse war schon fraglich. Ja. Zum Beispiel das auf die Moderne übertragen, hat die Linke nicht erkannt oder will nicht erkennen, warum der Strompreis steigt. Das ist keine kapitalistische Verschwörung. Ja. Auch nicht der großen Vier des Oligopols, das sicher bedenklich ist. Nein, das hat was mit Kosten zu tun.
mit Kosten, die induziert werden, ja, durch Gesetze, durch staatliche Eingriffe, durch das Erneuerbare Energiengesetz zuvorderst. Ja. So, und die Rezepte, ja, also Beschreibung gut, Analyse, naja, und die Rezepte sind ungenießbar. Das funktioniert genauso wenig, ja, wie bei den Grünen, vielleicht noch sogar in einer Steigerung. Venezuela, ja, zeigt das gerade. Okay, die FDP hat, glaube ich, recht gut erkannt, das ist ja auch schon bei den Vorträgen deutlich geworden, die wir hier gehört haben, wo die grundlegenden Fehler liegen der gegenwärtigen Energiepolitik. Ja. Und die Frage wird einfach sein, ob sie in eine Position kommt, in der sie diesen Vorstellungen Gehör verschaffen kann. Nun müssen wir immer sehen, das hat der Herr Rock ja auch in sehr großer Ehrlichkeit gesagt, ja, bei Koalitionen geht es immer um Kompromisse. Ja. In der Politik geht es immer um Kompromisse. Ja. Diese Kompromisse atmen das, was ein Kompromiss nun mal so mit sich bringt. Es riecht ein bisschen streng. Ja. Viele Kompromisse sind faul. Ja. Ihr dürft den Frankfurter Flughafen weiter betreiben, auch nachts. Dafür roden wir ein bisschen eure Wälder und so weiter und so weiter. Ja. Die Frage ist einfach, was passieren wird. Und wie gesagt, ich will keine Wahlempfehlung aussprechen. Ja. Genauso wenig für die AfD, jenseits anderer Positionen, die ich persönlich für bedenklich halte. Die gehören aber nicht hierher. Ja. Dort sieht es ähnlich aus. Wir reden ja heute nur von Energiepolitik, was die Positionen anbelangt. So. Die Frage ist einfach, was bedeutet das? Also wie gesagt, jeder muss sich am Wahlabend oder vorher schon fragen, wie man persönlich seine Präferenzen setzt. Ja. Mag sein, dass es viele Leute gibt, die sagen, Energiepolitik oder Naturzerstörung ist mir wurscht, komma, solange ich mein Auskommen habe. Okay, kann man kritisieren, aber es ist dann halt so. Ja. Unter der Annahme, dass es um Energiepolitik geht und um Sonderheit, um Windkraft, muss man eigentlich sagen, dass CDU, SPD, Grüne und Linke schlechterdings kaum wählbar sind. Es wäre denn, ja, man will, dass es weiter so geht. Ja, so blau waren wir, glaube ich, alle schon. Die Frage ist, wie könnte es weitergehen? Es gibt ja jetzt diverse Umfragen, bei denen man auch sehr vorsichtig sein muss. Man hat ja oft genug gesehen in der jüngeren Vergangenheit, dass Umfragen Realität nicht so ganz übereinstimmen. Ja. Realistisch, so wie es im Moment aussieht, wäre vielleicht eine Dreierkoalition, Jamaika. Wobei, wenn die FDP das machen würde, dann müsste sie einen starken Hang zum Suizid haben, denn eines ist auch klar, ja, sie würde dort derartig untergebuttert, ja, käme mit nichts, aber auch gar nichts durch, ja, dass sie sich am Ende der Legislaturperiode bei der nächsten Wahl begraben kann. Ja, also auch wenn das immer wieder hochgehypt wird, hochgeschrieben wird von den Medien, kann eigentlich nicht im Interesse der FDP sein. Ja. Dann realistischerweise kommt eigentlich nur noch eine große Koalition in Betracht. Oh Gott, ja. Was eine große Koalition bewirkt oder auch nicht bewirkt, sehen wir eindrucksvoll in Berlin. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das sind die wahrscheinlichsten Wahlausgänge. So. Da stehe ich nun, ich armer Tor, bin so klug als wie zuvor. Ja. Die Frage ist, was wir tun können oder was ihr tun könnt, ja, bei der Wahl. Man kann natürlich sagen, wir stärken die Opposition, ja, wie immer die aussehen mag, ob die FDP in der Opposition bleibt oder nicht. Mit der AfD will niemand koalieren, die AfD strebt keine Regierung an, wird also, wenn sie reinkommt, was wahrscheinlich ist, auch in der Opposition bleiben. Man kann auch sagen, ich wünsche mir eine bestimmte Konstellation in der Regierung und wähle so, dass es zustande kommt. Das müsst ihr letzten Endes selbst entscheiden, kann ich euch nicht abnehmen. Ja? Okay, ich möchte aber zum Schluss euch noch was mitgeben, ja. Ein Zitat, ist ja gespickt mit Zitaten gewesen, es hat auch Spaß gemacht. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. So, dieses Zitat, nein, kommt nicht von Alexander Gauland aus seinem missglückten Sommerinterview, sondern man höre und staune von Kurt Schumacher, ja, ehrwürdigen Vorsitzenden der zumindest damals ehrwürdigen SPD. Ja, das hat noch eine Klarheit und genau so muss es sein. Ja, das ist leider den meisten unserer Politiker, seien sie rot, grün, gelb, schwarz, gestreift, blau, wie auch immer, abhanden gekommen. Ja? Die Erdung, die Bodenhaftung. Ja?
Also man sollte die Wirtschaft, Wirklichkeit, Entschuldigung, betrachten. Dazu gehört auch die Wirtschaftlichkeit. Und das sollten wir nicht nur im Politikerinnenstammbuch schreiben, sondern auch uns selbst. Ja? Nächstes Zitat, ist jetzt wahrscheinlich schon verfassungsfeindlich, weil derjenige, der das Zitat in die Welt gesetzt hat, verfassungsfeind gewesen wäre, obwohl vielleicht auch nicht mehr Lenin, ja? Hat ein dickes Buch geschrieben, was tun? Ja? Was tun? Das Erste, geht wählen. Geht auf jeden Fall wählen. Und wenn ihr noch so angekekst seid von der Politik, es ist einfach so, man kann recht leicht zeigen, dass wenn ihr nicht wählt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Alternative befördert oder den Ausgang befördert, nicht Alternative, den Ausgang befördert, den ihr nicht wollt, ja, am höchsten ist von allen, kann man spieltheoretisch zeigen. Also geht wählen, ja, eine nicht abgegebene Stimme ist eine verlorene Stimme. Ja. Überlegt euch, wie ihr eure Prioritäten setzt, das habe ich auch schon gesagt, ja, ob es die Windkraft ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, müsst ihr die nicht für euch behalten. Sprecht mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, Kollegen. Wenn ihr merkt, soll man ja bei Hochzeitsgesellschaften derartig nicht unbedingt als erstes aufs Tapet bringen, dass dann die Raumtemperatur gefühlt auf minus 256 Grad in absoluten Nullpunkt abfällt, dann lieber wieder schnell weg von der Politik. Aber warum soll man nicht, wenn man eine Überzeugung gewonnen hat, die mit anderen teilen? Ja, da bin ich auch. Schon ist gut. Am Ende, zum Schluss nochmal ein Zitat von Bertolt Brecht, das ja auch schon öfters gefallen ist. Ich zuletzt auch von dir, Udo. Ja, kennt ihr alle. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. In diesem Sinne, vielen Dank.